So, da sind wir wieder. Nach ungefähr 3-4 Wochen Pause. Zwangspause wegen Krankheit und allem Möglichen. Genau. Und wir haben endlich Frühling. Das ist unglaublich, dass wir das noch erleben dürfen. Ja. Und ich habe eine wunderschöne Pollenallergie. Das heißt also, ich werde jetzt hier alle 2 Minuten im Video niesen und mich etwas komisch anhören. Aber hey, das gehört doch mit dazu, oder? Ich habe eine Steuerungsallergie. Ja. Und weiß auch nicht mehr, was ich machen muss. Sehr gut. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wo wir sind. Sieht aber irgendwie nach Dungeon aus. Schalt die mal ein. Ja, mach mal. Bäh. Licht. Es ist übrigens das allererste Video nach unserem Launch, was wir dann aktuell aufgenommen haben. Das andere haben wir alle schon vorher aufgenommen. Und ja, wird glaube ich sehr interessant werden. Ja. Dann geh ich mal da. Ja, die Fresse jetzt. Du Schwein! Okay. Fernseh. Ein rauschendes Fernsehgerät. Wer das wohl angestellt hat? Na, weiß ich auch nicht. Deine Mutter. Ja, kann gut sein. Ne? Top. Ah, hier rennt man. Gut. Okay. Pelle ich erstmal eine Runde. Also man sieht, ein Hinweis fehlt ja anscheinend noch. Ja. Nix. Nein, du Blödmann, ey. Ich wollte das daneben bekommen. Das wird später übrigens noch wichtig, ne? Deshalb. Muss ich mich da drin dann verstecken? Aha. Okay. Ja. Ach, wie geht das nochmal alles? Ah, Taschenlampe. Warum habe ich keine Waffe ausgewählt? Weiß ich doch nicht. Du spielst ja eher nicht ich. Menü. Scheiße. Wie ein Maschinengewehr, Mann. Ich weiß auch noch nichts von. Hallo. Wann haben wir die denn aufgesammelt? Keine Ahnung. Ah, gut. Frag mich, was ich heute Morgen zum Frühstück hatte. Kann ich dir sagen. Frag mich, was ich gestern Morgen zum Frühstück hatte. Keine Ahnung. Haben wir noch Lulli? Alzheimer. Noch. Spaß für die ganze Familie. Ja. Sie haben dich voll gestopft. Okay. So. Sind Sie jetzt satt? Ja, doch. Schön. Ja, der war ja schon. Dann späh ich mal da raus. Ich würde sagen, das ist einer hinter. Das ist der Bob. Der Bob mit den roten Augen. Ja. Hallo. Oh Mann. Das ist schon das nächste Quicktime-Event. So, jetzt will ich mich verstecken. Er ist wieder da. Verstecken wir uns, um Ärger zu vermeiden. Zack. Ja. Der ist ja so blöd und sieht uns nicht. Wenn du nicht rausgehst? Ja, super. Geh noch raus, klar. Ja, der ist hier aber auch Zeit, ne? Ja. Da kommt aber direkt auf mich zu, Mann.
Rückzeichen. Ah, gut. Okay. Guten Tag. Ja, das war's dann, ne? Ja. Na gut. Auf ein neues. Wo muss ich jetzt wieder anfangen? Ich nehme mal an im selben Raum, ne? Muss ich jetzt wieder erst mich pennen legen? Keine Ahnung. Frag mich, was ich von diesem Spiel weiß. Also wenn da so LT, dann muss ich dir gedrückt halten. Ja. Okay, gehen wir nochmal pennen. Hey, ist doch ein schöner, dann kannst du nochmal ein paar Lollis essen. Ja. Kannst du schon mal richtig voll stopfen. Och. Nom 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 nom. So. Sehr schön. Dann wollen wir mal Licht anmachen, ans Telefon gehen und verstecken. Ey, Spoiler. Ja, wie so ein Rohr, ey, was von dem Boden geschliffen wird. Entweder das oder ein dickes Bäuerchen. Ja. Voll, voll der Spanner, ey. Sieht man doch, dass er da durchguckt. Und der guckt uns beim Schlafen zu, was ist das denn? Ja. Der braucht ja eigentlich 20 Schläge für so eine Tür, ey. Ja, nu. Geht er doch rein. Mann, Mann, Mann. So, auf ein neues. Verkacke es nicht. Wo willst du denn dauernd raus? Ich hab observiert. Und dann labert er sowas. Okay. Geile Animation jetzt übrigens. Das war halt fahren gelassen. Vor allem diese Logik, wenn er jetzt quasi weiteratmet, wo der direkt vor dem Schrank steht. So. Genau. Er kommt zurück, er hat was gerochen. Verdammt, hätte ich doch nur dieses Chili con Carne nicht gegessen. Von dem, wie will er jetzt von der ganzen hinten das Atmen hören? Keine Ahnung. Frag mich was über seine Atmung. Und jetzt darf ich weiteratmen und das hört er nicht. Ja, genau. Komischerweise haben wir in der Szene vorher mit dem Kind ja gesehen, dass er irgendwie 10 Minuten lang den Atem anhalten kann. Mhm. Naja, gut. Wie gesagt, wir hinterfragen einfach nicht. Ne. Oh, oh Gott! Oh, oh. Langsam reicht das aber auch.
ist ja krank. Ups. Ich drück A, dann weiß er. Ich glaube, das kannst du sogar jetzt machen, denn dann verkackst du. Also mach's nicht. Nee, mach ich auch nicht. Boah, das ist sauer, oder? Toll. Ja, du jetzt hat er wieder die Axt. Perfekt. Hatte zwei dabei. Hat er sich mal eben so aus dem Mantel geholt. Dann. Ja. Diese Videospiellogik, wie bei Monkey Island früher dann auch so. Nimm Hund. Da steckt sie einfach den Hund in die Manteltasche. Na, die Axt ist aber auch nicht mehr hier. Nee. Hat er doch wieder mitgenommen. Ja. Zack, this is a waste of time. Frag mich, was immer seine Gewohnheit. Wie schießt man nochmal? Also wie zielt man? Weiß ich doch nicht, du hast das gespielt. Aber es war alle Tassen gleichzeitig gedrückt, also weiß ich nicht, welche das ist. Oh, das wird ein Spaß gleich. Oh. Das passiert, wenn man 3-4 Wochen lang keine Videos macht. Mhm. Warum musstest du auch krank sein, du Schweine? Okay, ich glaube, ich habe es. Die Tür ist nicht verschlossen. Geh rein. Geh noch rein, hm? Ja. Kommen Sie rein, fühlen Sie sich ganz viel zu Hause. Hose ausziehen. Oh shit. Okay, jetzt wird's lustig. Jetzt wiggle den Stick wie bescheuert. Genau. Ja, und dann. Ja, genau. So schnell macht er das. Oh, das war knapp. Geil. Drückeln? Ja. Sagt er. Das. Schieb doch, ey. Vor allem, warum macht der das? Von dem, wo rennt der jetzt rum? Wo rennt der? Oh Gott. Der Klan muss manchmal aus dem Ei. Ausweichen. Oh shit. Hast du es jetzt geschafft? Ja, ich glaub wohl. Dein armer Controller, ey. Deine arme Hand, ey. Das macht der denn jetzt? Problem sein. Ja, dann. Geh runter. Oh, shit. Oh, man. Fuck. Meine Hand. Masturbier mit dem Controller. Ja. Jetzt renne ich auch noch an dem vorbei. Was ist denn das hier? Ah, renn schneller, renn ich gleich. Oh shit, oh shit. Jetzt hat er dich. Aber jetzt musst du, glaube ich, noch. Gute Resequenz. Oder welche? Welche? Ja. Ja. Oh, ey. Öffnen. Ja, lass dir Zeit, kein Problem. Ja. Komm, ey. Oh, Mann. Au, au, au. Yeah. Und hat er jetzt die Luft damit getroffen? Ja. Geil. Okay, du bist der Lauf, der sich wieder vergessen hat, die Zeit zu stoppen. Sehr gut. Ne, jetzt noch direkt so. Ja. Wo muss ich eigentlich jetzt hin? Frag mich was über das Spiel. Wo muss ich hin? Ich hab keine verdammte Ahnung. Jetzt stehen die mir wieder im Weg. Oh shit. Oh shit.
glaube, hier bist du sicher, ey. Rennt einfach jetzt auf gut Glück mal irgendwo hin, ne? Ja. Du bist bestimmt gleich wieder am Anfang. Ein Baum, ein roter. Ja, das ist ja diese eine da, wo wir da letztens die Früchte geschossen haben. Wenn ich mich recht entsinne. Ich guck jetzt mal auf eine Map. Wäre vielleicht eine ganz gute Idee, ja. Irgendwo was stehen, was wir machen müssen. Warum ist der immer direkt hier? So. Was heißt das? Gute Frage. Ob wir da hin müssen oder ob wir da nicht mehr zurück können? Okay, hier war, glaube ich, das mit dem Schrank. Da bin ich hier rumgerannt mit dem Idioten. Gibt keinen Ausgang. Aber jetzt kommen wir auch nicht mehr raus, glaube ich, oder? Aha. Alles klar, ne? Keiner weiß Bescheid. Geht's dir halt gut? Nee, nicht so. Okay, dann ist das hier der Tatort. Warte mal, geh mal zurück an die Wand. Also zur Tür da. Da hing irgendwas Rotes drin. Hier? Nee, Hier? Ja. Ah, ja. Achso. Die Tür ist nicht verschlossen, achso, okay. Ja. Ich gucke mal, ob ich noch mit dem Drecksbaum hier was machen kann. Ob du mit ihm reden kannst, meinst du? Ja. Okay. Wenn du dir ein paar Pilze reinwirfst, dann wird das mit Sicherheit funktionieren. Fehlt da immer noch ein so ein Hinweis, ja. Genau. Kommen die Kugeln da hinten nicht an, oder was ist los? Great. Great. Meint ihr, das ist ironisch? Weiß ich nicht. Schön zu wissen, wo ich hin muss. Also hier und dann. Also ich sag dir nur Folgendes. Ich sag dir nur Folgendes, du musst den letzten Hinweis finden. Ja, nur wo? Frag mich, wo es den letzten Hinweis gibt. Wird der hier irgendwo angezeigt? Nee, ich hab keine Ahnung. Das ist auch schon ein bisschen her, seitdem ich das gesehen habe. Es gibt so Sachen, die bleiben einem im Gedächtnis und so Sachen, die bleiben einem nicht im Gedächtnis. Es kann auch sein, dass du jetzt wieder irgendwie zurück musst oder so. Ich laufe jetzt einmal hier zum Telefon und speichere ab. Im Prinzip müsste es ja eigentlich relativ linear sein, also. Vielleicht einfach wieder den Weg zurück dann. Nächste. Gefährlich nahe jetzt. Ja.
sehen. Amazing. Amazing. Und der nächste. Lala. Ich habe dann ein Schallrohr. Habe eine Gassenheit. Oh, eine Stange. Was kommt in den Gassen? Das wird erstmal nach Hause zur Familie geschickt. Haben eigentlich schon eine ganze Sammlung davon? Ja. Man kann nie genug davon haben. Oh. Ja? Was? Postwahl. Hm. Unser Paket ist angekommen, yay! Yay! Hm. Was auch immer da drin war. Gestern bestellt, heute angekommen. Ja, ist das schon das Programm? Ja, müsste. Cool. Hast rein. Aber ich habe keine Sonderoption angeklickt. Deswegen kommt mir das sehr komisch, oder hat das heute schon angekommen? Eigentlich ja. Und wieder so eine Sonderaktion oder was? Nicht, dass ich wüsste. Habe ich jetzt bis jetzt noch nie gehabt. Normalerweise ist das doch damit Overnight Express nur, oder? Eigentlich ja. Nicht, dass ich das aus Versehen angeklickt habe und mehr bezahlt habe. Ja. Egal, dann kannst du heute schon schön Videos ja machen. Damit die Leute dann auch mal weiter gucken können. Genau. So. Wo oben bin ich am Telefon vorbeigelaufen? Hier, oder? Ne. Oder? Genau. Ey, erst auch mal. Die Tür ist nicht verschlossen. Rein da. Ah, hier. Okay. Egal, erstmal abspeichern. Vielleicht observiere ich mal das Telefon. Irgendwie wird es langsam warm hier drin. Mhm. Geil. Ja. So. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich hin muss. Nee, da war ich schon 20 Mal oder so. Ja, irgendwie warst du hier schon, ne? Das haben wir auch schon benutzt, ne? Strom ist da, wir sollten uns beide sehr kehren. Könnte sein. Kann sogar sein, dass du jetzt richtig bist. Na, das schade. Na gut. Oh, weiter nach unten. Oder du machst jetzt ganz genau ganz übles Backtracking. So. Ja, in jedem Spiel würde man sofort wieder Gegner erwarten jetzt. Ja. Man kennt es ja. Seit Dead Space bin ich hier vorsichtig in so scheiß Fahrstühlen. Bei Dead Space musst du überall vorsichtig sein. Ich weiß noch ganz genau damals, als ein Kollege mit mir mal Dead Space gespielt hat, so, da waren wir gerade am Speicherpunkt bzw. im Shop gewesen und so. Da meinte auch so, ja, letztes Mal kam mir nichts, letztes Mal waren wir sicher, auf einmal kommt da so ein Viech auf einmal. Oh nee. Okay, du warst richtig. Du warst richtig. Warum hat er mich nicht gefordert? Ja, musst du ausweichen, ne? Ein bisschen mehr masturbieren. Mhm. Oh Mann. Mann, ey. Was für eine Reaktionszeit hier. Auf jeden Fall. Das war X. Und nochmal bitte das Ganze. Yep. Aber jetzt wissen wir, dass wir richtig sind. Broken Gamepad, wir lieben QTEs. Ja. Wo ich abgespeichert habe. Ja. Ich glaube, der startet dann sowieso jetzt wieder. Okay. Laufende Fahrstuhl. Also glaube ich. Würde ich jetzt mal so vermuten.
Aber dem Spiel weiß man ja nie. Ja. Ah, siehst du. Wo war undrückt. Brauchst du nicht mal die lustige Fahrstuhlfahrt noch. Batz! Wo kam die jetzt auch runtergejumpt, ey? Weiß ich auch nicht, ja. Also erst war jetzt hier wieder links, rechts, ne? Genau. Und dann Y. Aber denk dran, die Tasten können sich auch verändern, ne? Auch das links, rechts? Nee, das nicht. Okay. Das ist immer gleich. Alter! Nee, Alter, was ist das denn hier, ey? Okay, das schön, wusste ich auch nicht mehr, dass das auch geht. Wäre das schön, wenn die gleich bleiben, ey. Hm? Aber ist bei Resident Evil ja auch nie so gewesen. Naja, komm, die Leute, die uns schauen, die wissen doch, was wir zu erwarten haben. Ja. Das hat der Kanaltrailer doch schon alles gezeigt. Da habe ich zwar gespielt, aber ist ja egal. Ja. Yes. Mach ich die fertig, ja. Wir machen einfach einen Schnitt rein, wenn das zu lange dauert. Alles first toy hier. Super, dass die Aufnahmeintensität so laut ist jetzt. Ja. Da kann man immer hören, wie du dich verausgabst. Yeah. Wie Jackie Chan macht er das hier. Yeah. Komm, haben wir jetzt. Boom. Und er ist tot. Spiel gewonnen. Und tschüss. Den Schalter haben wir jetzt nicht kaputt geschossen, den haben wir nur angemacht. Genau. Ja, wir wissen doch längst wegen den Gegnern, dass die Kugeln anscheinend nicht irgendwie stark sind. Ja. Und da mal das letzte. Das war der letzte Hinweis. Das letzte Hinweis, wollte ich sagen. Ja. Wir sind direkt bei der Leiche. Ja, da waren wir ja schon. Das ist ja der Altar, wo Mord passiert ist. Anscheinend wollte der. Ja. Was auch sonst? Okay, bin gleich da. Ja, das war mein Fingernagel. Ich kenne nichts. Ne. Ah. So war das also. That's all the information we need, Zack. Wirklich? Let's go back and show them what we found. Ich glaube, die können auch nichts damit anfangen. Da waren zwei Frauen auf jeden Fall, ne? Da war auch. Ja. Meine. Frag mich was über das, was wir gerade gesehen haben. Und ja, den Witz werde ich jetzt heute noch öfter bringen. Na, 3 Wochen kommt er wieder raus aus dem Ding. Have you seen any of these things before? No, not that I know of. But that raincoat is a little odd. Das ist ein Regenmantel? Ja. Odd. Ziemlich groß. In a town where it rains so much? Well, the people here rarely go out in the rain. I moved here during high school and I never really understood why. Ich glaube, bei Regen kann man noch nicht tanken oder so, weil die Tankstelle zu hat, ne? Kann sein. Well, there's an old story, folklore. Aber zur Tankstelle müssen wir auf jeden Fall mal wegen der Nebenmission.
Something about a killer in a raincoat who appears on rainy nights. Du wirst verstehen, warum. Gib nur eine Tankstelle, oder? Ja, ich meine. A vicious killer in a bright red raincoat. Yeah, that was it. Just a foolish piece of superstition. A rubbish story someone made up. Ach, George. Not many people still believe it, but I guess it's a traditional place. Most of the shops still close up when it rains. School's out, too. Das wäre in Deutschland hier echt schön. And since there's no reason to go hast out, nur frei, yep. Not many people ever wear raincoats. Könnte aber nie was kaufen, wenn alle Läden zu sind. Ja, okay. From his picture book. Ja, Internet, ne? Ja. Oh, by the way, would you two kindly show me your backs? Ooh. Our backs? Is this related to the case? Nein, ich geib mich nur drauf. The person with the upside-down peace mark in that photo we found. He's our killer. What makes you so sure about that? Zach and I saw him kill Anna in the lumber mill. He killed her. Right in there. Oh, one thing. Please don't ask me about Zach. That's a private matter. Kein Problem, wir verstehen schon. Anyway, by showing me your backs, we can clear up most of my concerns about you. Isn't that for the best? You do want to remove yourselves from the suspect list. It will make things a lot easier. This is insane. Your methods are rude, insulting, and out of the question. And Emily is a female officer. Forcing her to show you her back is harassment. I don't care if you are FBI or not. You are out of line. George, it's okay. Let's just show him and get it over with. Ist doch nur der Rücken. Are you crazy? Alter. We flash our backs and he'll start trusting us a little more. Right? Agent York? Leicht asynchron. Also das ist mal nicht unsere Aufnahme ausnahmsweise. Ja, noch heller. Ohlala. Selbst wenn die jetzt was auf dem Rücken hätte, dann könnte man das gar nicht sehen. No. Are you satisfied now? Nein, einmal umdrehen bitte. Yes. My apologies. Now you, George. Bei dem ist das alles schwarz. Kommt die übelste Pornomusik dann. Yeah. Can't refuse it now, can I? But don't expect to get your way all the time, Agent Morgan. Willen schreibt man groß. George. Oh, yeah. Der Market wild. What are these scars? Just like your Mr. Zach. Something private. I don't have to tell you about it. Of course. Just like Zach. We can understand that, right, Zach? Anyway, this will make things a lot easier from now on. I'm glad to say you're both pretty much off the hook. Thank you for your cooperation. Ich muss jetzt erstmal ins Badezimmer für 10 Minuten. If anyone is suspicious around here, it's him. He's the most suspicious. No, I don't think so. But he certainly is the most irritating. We've studied the crime scene. You know what we have to do next, Zach. Mm-hmm. George, can we arrange to have the town folk gather in one place? There are some things I want to address with the town folk. Very well. I'll arrange to have as many as possible gather in the community center tomorrow. Thank you, George. Kapitel abgeschlossen. Jo. Besiegte Gegner 99. Ja komm, einer wäre noch drin gewesen, oder? Fortsetzung insgesamt 6. Ja, geht ja noch. Wir haben ja immer noch die Ausrede, dass wir das 3 Wochen lang nicht gespielt haben. Genau. Im Prinzip sind wir ja sowieso Pro-Gamer. Also. Ja, deswegen. Ja, definitiv. Ich habe Dark Souls auch in 10 Minuten durchgespielt. Natürlich
Welcome back, everyone. Natürlich. Thomas. Ich habe minus ein Tod. Ich habe ein extra Leben dazu gekriegt. Let's meet up again at the community center tomorrow. I haven't been sleeping much since this all started, to be honest. I'm exhausted. I was just about to suggest the same thing. I'll make arrangements for people to gather between 1500 and 1700. Okay. I'll try and get as many people as I can to come, so don't be late. Okay? Don't be late. I'll be there. Gut. The community center's on the south side. I've marked it on your map. Thanks, Thomas. Well then, see you tomorrow.